Wenn in der Stadt der vielen Wunden sich Schwert und Glaube eingefunden, doch von der eisenführend Hand der leuen Blick sich abgewandt, wenn Gold und Macht im Widerstreit mit Brauch und Sitte alter Zeit und Gewirrlinge stehen vor dem Tor, liegt Unheil über Arivor. Hallo ihr Gwirlinge! Wir beginnen diese Episode von Unheil über Arivor mit einer totalen, auf das, was Meister Moschen hier so gebaut hat, das müssen wir auch mal würdigen. Da unten ist gerade ein wütender Elefant, dazu gleich mehr. Da oben ist gerade Nimru und da sind Dartan gemeinsam und tun ihr Bestes, um den Elefanten irgendwie, um ihm Herr zu werden. Da unten liegt unsere Kompanie an Verletzten, Niedergeschlagenen und Komatösen. Und alle anderen sind hier auf der Treppe hinter dem Geröll und wir können noch ein bisschen nach unten fahren. Da unten kommen wir her. Da ist der Chor-Tempel und hier ganz unten ist unser letzter Abgrund mit dem entsprechenden Raum, der Gang, der zum Brunnenraum führt. So, und jetzt zoome ich mal rein. Und ja, das ist ein Jedi, es ist uns allen klar, aber wir werden trotzdem versuchen, da, jetzt muss ich mal Dartan anvisieren hier, Moment. So. Dartan ist da oben irgendwo. Versteckt sich. Nein, versteckt sich nicht. Da oben ist er. Und ja, wir haben hier unten einen Elefanten und ja, der ist hier wohl Ausstattung des Theaters gewesen und war wütend. Wir haben versucht, ihn zu beruhigen und das ist uns gut gelungen. Leider wollte der Elefant darauf so gar nicht eingehen. Und ja, dann griff Plan B. Plan B sah vor, dass wir hier unten in dem Schacht einige Pfähle aufgestellt haben. Leider relativ wenige. Und versucht haben, den Elefanten da reinstürzen zu lassen. Das ist uns gelungen. Allerdings ist er trotz schwerer Verletzungen immer noch kampfbereit und kampfwillig und auch in Kampflaune. Und das ist ein Problem für diejenigen, die hier hinter der verbarrikadierten nächsten Tür sitzen. Allen voran Stejun. Wir dürfen nicht vergessen, ein Elefant hat einen Rüssel. Der kann da auch durchrüsseln, selbst wenn er selbst noch nicht durchkommt. Und oben die Tür bzw. die Mauer drumherum hat er eingedrückt. Und jetzt ist guter Rat teuer, wie wir dieses Problem erstmal lösen, denn bevor das sich nicht auf die ein oder andere Weise beruhigt, kommen wir hier nicht dazu, uns darüber Gedanken zu machen, wie es denn nach oben weitergeht. Und eine Sache ist noch wichtig, wir haben noch eine weitere unerforschte Kammer, nämlich hier ganz rechts. Da waren wir bisher nur mal an der Tür, haben geschaut, okay, da geht es irgendwie weiter, da ist was verschüttet. Wir hatten aber bisher nicht die Gelegenheit, das aufzuhebeln und wir wissen, dass hier hinten in dem Raum, in dem der Elefant war, sein Wärter oder ein anderer Angestellter des Theaters, dass der hier verletzt liegt und sich vor der Wut des Elefanten in einen Tierkäfig gerettet und geflüchtet hat. Das ist so die Lage gerade und jetzt kann Moschen anfangen, uns weiter ins Verderben zu führen. Ich führe euch nicht ins Verderben, das seid ihr selbst. Du hast für den Elefanten gewürfelt, dass er auf die geniale Abbrechenprobe von Buffy, von Saladier, nicht reagiert. Ja, was kommt man auch auf die Idee, einen wilden Elefanten? Egal. Der ist nicht wild, der ist abgerichtet, das ist ein Haustier. Ja. Jetzt ist er wild. Mhm. Ja, du hast das sehr schön zusammengefasst und ja, mir bleibt eigentlich nichts weiter zu tun, zu sagen, außer, viel Spaß bei eurem Verderben. Ich bin gespannt, wie ihr da rauskommt. Was tut ihr denn? Also, ja, wie du schon gesagt hast, ihr habt jetzt da oben von oben Steine runtergeschmissen, Käfige runtergeschmissen. Ihr habt den Elefanten verletzt, ja, aber der steht definitiv noch. Der blutet ordentlich. Ja. Ich glaube, wir hatten zuletzt in der letzten Episode Nimru und Dartan zuletzt dran, sodass ich dafür plädieren würde, jetzt den anderen mal zu fragen, was sie in der Zwischenzeit tun, während sie hören, dass Steine und Käfige nach unten geschmissen werden und dort unten etwas röhrt und zwar sehr wütend. Ja, also ihr könnt von der Geräuschkulisse definitiv ausmachen, der Elefant ist jetzt unten.
Und er wird beschmissen mit allerlei Sachen. Es ist ziemlich laut. Ja, ihr seid ja auf der Treppe noch, außer Saladier. Der ist schon nach oben geklettert. Nee, der ist nie runtergeklettert. Oder nie runtergeklettert, gut. Ajit und Retzan sind auch schon oben. Ja, okay. Ja, okay. Das war das Letzte, was wir gemacht haben. Ich habe noch, ich glaube, da oben, ganz oben auf der Steintreppe lag noch irgendwie so ein bisschen Gepäck. Ja, Dartans Gepäck lag da, sein Rucksack, seine Umhängetasche und auch diese Schuppenrüstung. Die hatte ja irgendwer Dartan gezeigt, ich glaube, Nimro war es. Die hatten wir auch dort zwischengelagert, ja, weil wir damit gerade nichts anfangen können. Also alles außer der Schuppenrüstung hätte Retzan die Strickleiter mit nach oben genommen. Ja, mhm, ja. Wie gesagt, da vorsorglich eine Strickleiter angebracht wurde, schafft ihr das auch ohne Probleme. Also. Und vorsichtshalber wird Retzan die Strickleiter auch einmal, wenn man so will, hochziehen. Also so, dass sie oben noch immer fixiert ist und auch innerhalb von 2 Sekunden wieder nach unten ausgeworfen werden kann. Aber so, dass wenn halt irgendein wild gewordenes großes Tier, ich spinne jetzt mal, ein Elefant oder so, da die Treppe hochgeprescht kommt, der die hier nicht runterreißt und unbrauchbar macht. Okay, es sind zwar noch ein paar Leute auf der Treppe, aber okay, du ziehst die Strickleiter hoch. Nein, also natürlich, wenn alle, die auf der Treppe sind und hoch wollen, oben sind, weil Stayun will unten die Stellung halten und was die Daltons machen, das weiß ich seit mehreren Ingame-Minuten nicht. Die sind halb auf der Treppe, halb noch bei den Bewusstlosen, die stehen da noch und warten auf irgendein, ja, was sollen sie tun? Ihr seid gerade diejenigen, die die anderen instruieren müssen. Gut, dann frag erstmal die anderen. Ich überlege mir, was ich zu den Leuten sagen würde. Wenn es kein anderer vor mir tut. Kashid, nimm Ruhe. Ja, so fit sind die Leuten ja auch nicht. Also ich würde die hochkommen lassen. Okay. Dann ja, folgen sie natürlich der Aufforderung und eilen nach oben. Wenn Kajit beschließt, dass das das Beste ist, dann würde ich halt, wenn die dann auch oben sind, die Strickleiter halt hochnehmen. Mhm. Okay. Nimro, Saladier. Nimro ist auf seiner Seite. Saladier, was machst du noch? Ich bin auf der anderen Seite. Ja, also Saladier hat tatsächlich, also der steht da tatsächlich nicht mehr rum. Der hat sich nämlich schon vor geraumer Zeit, nämlich als das Ganze anfing auszuarten, er stand da erst noch einen Moment und hat, nachdem Dartan ihn ja, sag mal, zurückgezogen hatte und der Elefant dann da, und dann ist er ja mit Nimro an ihm vorbeigestürmt und er ist dann auch zähneknirschend so ein bisschen gefolgt, hat das Ganze beobachtet, steht aber so, also jetzt da oben so ein bisschen an dem Rand des und guckt rund und hat überlegt, weil er wollte den Elefanten eigentlich nicht töten. Im Augenblick sieht es aber so aus, dass dieses Tier da eben schwer verletzt ist und nach wie vor so aufwütend, aber eben so schwer verletzt, dass er halt auch nicht aussieht, als würde er jetzt besonders gut darauf reagieren, dass man ihn heilt oder ähnliches. Mal abgesehen davon, dass er das ja immer noch nicht zulässt und wird tatsächlich auch seine Pfeile ziehen. Okay. Und seinen Bogen. Okay. Was für uns ja durchaus relevant wäre, ist der Spalt, der ja ursprünglich 2 Meter breit war, durch das Runterfallen des Elefanten breiter geworden? Nein, das ist solides Mauerwerk. Der Elefant ist halt einfach mit runtergerutscht. Klar, wir sind mal hier und dort ein paar Steine abgebrochen, okay, aber an und für sich ist der Spalt immer noch genauso breit. Dann ist gut. Ja, er füllt sich jetzt nur langsam mit Käfigen und Steinen. Na, dann müssen wir daher nicht mehr springen, dann können wir einfach drüber klettern, das ist toll. Ja gut, so viele würde ihr nicht finden, so viele Käfige und Steine, dass ihr 10 Meter aufschütten könnt. Man kann es ja mal versuchen. Okay, das heißt, ja, ihr habt jetzt den guten Stayun als einzigen da unten gelassen. Mhm. Und die Verletzten. Mhm. Ja, der Stayun, der soll ja auf die Verletzten aufpassen, ne? Ja. Ja. Euer Plan. Ihr wisst schon, dass der Jun zu Dummheiten neigt. Egal. Ich bin ja gar nicht da. Gut. Ja, willst du auch auf den Elefanten runterschießen oder willst du erstmal beobachten? Ja, also ich habe das ja schon eine Weile beobachtet, während Nimru und Dartan da Käfige und Steine runtergeschmissen haben. Und Saladiers Ziel ist es jetzt eigentlich vorrangig, den Elefanten von diesem Leid zu erlösen, der da ja mit Pfählen im Körper rumrennt und ähnlichem. Mhm. Demnach würde er sehr wohl einen Schuss abgeben, ja. Okay, dann schieß einmal. Was haben wir denn an Modifikatoren? Du hast gerade keine Lichtquelle. Da unten ist keine Lichtquelle, also
Welchen Pfeil nimmst du? Ich habe nur noch schwarze. Ihre schwarze. Ah, dann ist es einfach. Diese Frage stellt sich einfach nicht. Ich habe nur noch eine Sorte. Ja. Ich gehe mal kurz mit auf deinen Bogen drauf. Also zumindest schemenhaft sollte das einen Unterschied machen. Ist der Elefant von vorne ja beleuchtet? Denn es gibt ja noch das, in Anführungszeichen, improvisierte Lagerfeuer in dem Raum, wo er ja rein will. Und da ist zwar eine behilfsmäßige Barrikade davor, aber zumindest ein bisschen Licht kommt da ja durch. Und ich habe nur Gesicht. Da sind komplett alles zugemacht. Da scheint nichts mehr groß durch. So, also mit deinem albanischen Langbogen hättest du diese Einstellung. Das heißt, du würfelst auf eine 22. Ja. Das sollte jetzt, wenn es nicht gerade 20 wird, ich sehe das schon kommen. Nee, hat geklappt. Gut, dann würfel mal bitte deinen Schaden aus, weil der Elefant, gut, er könnte theoretisch ausweichen, aber das ist recht unwahrscheinlich. Dann einmal Schaden. Denk dran, es war einer der lustigen schwarzen Pfeile. Ja, ich muss mir einmal kurz die Liste aufmachen von den schwarzen Pfeilen. Wie viele hast du von denen eigentlich noch? Ich glaube 11 aktuell, also jetzt nur noch 10, weil ich habe ja einen benutzt. Okay, die schon mit eingerechnet, nehme ich an, die Nimrod dir gegeben hatte. Ja. Genau, ich hatte ja zwischendurch welche gefunden, aber schon übergeben. Rosalla dir praktischerweise, unglücklicherweise ja nicht gefragt hat, wo die herkommen. Einfach nur, hier, guck mal, habe ich gefunden. Ja, so ein Blumenstrauß. War ziemlich gut, dass Salla dir da nicht gefragt hat, wo die herkommen. Aber hey, Salla, der war da ja auch noch benebelt. Ja, das war ja gerade in dieser Geschichte mit dem, ach ja, ich bin da aggro auf Chor, weiß ich nicht. Nee, ich glaube, da warst du gerade nicht mehr aggro und deswegen halt so nach Motto, wo war ich eigentlich die letzte Viertelstunde? Ja, irgendwie sowas. Gut, ja, du schießt deinen Pfeil runter und ja, du erkennst auch noch schemenhaft, dass er definitiv in dem Elefanten drin steckt. Der hat ja so ein Metallgeschirr an und ja, dein Pfeil scheint da aber recht gut durchgegangen zu sein. Ja, er brüllt auf und ja, versucht jetzt diese Wand einzureißen, die jetzt noch sein Hindernis ist. Willst du weiter angreifen oder willst du warten, bis er durchbricht? Nee, ich würde weiter angreifen. Ich vermute mal auf der anderen Seite die anderen beiden auch. Dementsprechend, also ich würde da weitermachen wollen. Gut, dann würfel gerade nochmal zwei Attacken. Buffy! Okay. So, Fernkampf-Fatzer-Tabelle. Wer soll entscheiden, was passiert mit deinem Bogen? Ich glaube, ich möchte das nicht. Möchtest du das nicht lieber selber machen? Buffy, ja. Jetzt sei eine Frau und würfel diese 2W6. Was? Ach, 2W6 genau. Ist das? Genau. Ich brauche einen neuen Bogen. Was hast du gewürfelt? 8. Das ist aber nicht Waffe zerstört. Glaub, nee, das steckt im Boden fest, oder? Nee, der Held hat Rückenschmerzen und er leidet für die nächsten 3 Kampfrunden eine Stufe Schmerz. Ah, das geht ja noch. Herrlich. Dann würfelst du jetzt gegen 21, oh mein Gott. Das ist beim Modifikator 1 höher, oder? Nee, oder? Weil da steht gerade auf minus 1, das musst du einstellen, da bin ich zu doof für. Ja, ich mach das einen Moment. Das Salat ja Schmerzen hat bei seinen Lebenspunkten oder fehlenden Lebenspunkten, das glaube ich ist sofort. Ist sogar glaubhaft. Ja. Das ist jetzt übernommen. Und ich meine, für was war das jetzt? Für 3 Kampfrunden? Ja. Das heißt also, die erste ist dann ja jetzt durch die zweite Attacke schon rum. Genau, das ist deswegen jetzt noch 2 Kampfrunden. Also. Und dann mal. Hast die 8 sehr gut gewürfelt. Das wird im Idealfall gar nicht zur Geltung kommen. Gut, dann einmal noch deinen Schadenswurf. Mit dem anderen Pfeil triffst du ihn natürlich nicht. Schaden. Wo bin ich denn da? Na, das läuft doch mit den Schaden. Ja, wenigstens. Ja, zweimal Maximum, das ist okay. Hochwürfeln kannst du, ne? Ja, aber nur dabei. Aber auch nur mit dem Bogen. Mit der Armbrust würfelt sie auch irgendwie. Ja, wobei die Armbrust macht einen Ticken weniger Schaden, aber das ist, ja. Gut, ja, Data, Nimmo, ihr seht, wie Saladier anfängt, seine schwarzen Pfeile, die du dir bitte auch abziehst immer, ne? Auf den Elefanten
runterschießt und ja, von seinen paar Schüssen, also er schießt da und hat bis jetzt dreimal geschossen und zwei haben auch getroffen. Mhm. Was macht ihr? Wir hatten doch in der letzten Episode versucht, einen größeren Steinbrocken runterzurollen und das hat Dartans mangelnde Kraft Aktprobe verhindert, sodass wir auf die Idee gekommen waren, das mit den Füßen, also mit den Beinmuskeln zu probieren, also auf dem Hintern setzen und versuchen, mit den Beinen den Stein zu schieben oder die Steine. Das würde ich mit Nimru gemeinsam jetzt immer noch versuchen. Ich weiß aber nicht, wie viele Steine da noch rumliegen, bei denen man das versuchen kann, die irgendwie in Reichweite sind und die man irgendwie da so. Die meisten Steine habt ihr schon runtergeschmissen. Ihr habt noch zwei von so großen Brocken, wo ihr halt wirklich viel Kraft benötigt, sprich eine Kraftakprobe. Ja. Also den wir nicht bewegt haben, der sollte da noch liegen. Ja, zwei von denen. Das ist einer der zwei, denke ich. Genau. So. Na dann. Ja, Nimru, setzt du dich auch auf den Arsch oder bleibst du stehen und... Also Data setze ich auf alle Fälle hin, weil mit den Armen wird das nix, offensichtlich. Ja, wie schätzt Nimru das ein? Das ist schon ein ordentlicher Brocken. Das musst du jetzt einschätzen, also... Der ist größer als du und auch dicker als du. Also der wiegt schon ein bisschen was. Also ich glaube, das letzte Mal war die Probe so gut gelaufen, dass du quasi den Eindruck hattest, also wenn Datan ein wenig mitgeholfen hätte, hätte es dir keine Probleme bereitet. Mhm. Ich glaube, so war der Stand. Ich glaube auch. Ich glaube, Nimru macht das einfach wie immer. Okay. Dann für Nimru einmal eine Kraftprobe erschwert um 2 und für Datan um 1 erschwert. So, Kraftprobe. Das ist mein Trauma im Moment. Wie du, meinst du wie bei mir alles eigentlich? Ja, genau. Siehst du, ich Kraftakpro kriege ich nicht mehr hin. 6, 18. No. Gut, also ja, Nimro, du packst das die eine Seite vom Stein an und ja, schiebst ihn nach vorne und merkst, gut, der dreht sich einfach nur. Ja, weil da hat er den scheinbar nicht. Kriegt er nicht los. Er kriegt den nicht bewegt. Wie viele Male muss ich den Stein näher an den Abgrund drehen, bis ich ihn runterschubsen kann? Du drehst ihn gerade mehr oder weniger im Kreis, wenn du es immer so weitermachen würdest. Weil die eine Seite halt still bleibt und du halt... Ja, aber wenn ich erst die eine Seite drehe, zur anderen laufe die drehe, dann könnte sich da auch so eine Art näher an den Abgrund schlängeln bei rausbilden. Ja, das heißt, du gibst Datan zu verstehen, er soll verschwinden, du machst das. Nein, er kann es gerne nochmal versuchen, aber ich werde versuchen, ihm zu helfen, so gut ich kann, und den Stein immer näher an den Abgrund zu bringen. Nee, das heißt, ihr müsst aber jedes Mal, weißt du, du schaffst es ja, nur Data nicht, das heißt, ihr müsst dann immer die Plätze tauschen, dann macht ihr nochmal, dann tauscht ihr wieder die Plätze, wollt ihr es so machen, oder was? Du kannst ja die Probe auch quasi, in Anführungszeichen, so gesehen modifizieren, dass Nimrus Qualitätsstufen quasi Datans ausgleichen können. Das ist schon mit drinne. Mit Qualitätsstufe 3 schafft sie es leider nicht, den alleine runterzukippen. Ja, dann versucht sie es das nächste Mal nochmal. Und dann machen wir halt eine höhere Qualitätsstufe. Ich hatte noch eine 17 dabei, da ist Steigerungspotenzial. Okay. Beziehungsweise dann halt durch Ansammeln von Qualitätsstufen sozusagen. Ja, also der. Ja, gut. Okay, dann macht nochmal beide eure Kraftaktprobe, gleiche Erschwernisse. Es ist so schlimm. Dauert halt jetzt einfach nur länger. Ich bin gar nicht so schlecht im Kraftakt, aber es ist furchtbar. Oh! Da also. Ja! Bisse! Ja, scheinbar lag es wirklich daran, dass der festgesteckt hat auf Datans Seite, deswegen hat er es am Anfang nicht hingekriegt. Ja, genau, das lag genau nur daran. Also auf keinen Fall lag das an Datans Kraft. Das sehe ich genauso. Genau. es dauert etwas länger, das heißt, Sadadir, du möchtest gerne noch zweimal schießen. In der Zeit. Mhm. Gerne. Und zwei Schadenswürfe machen. Hier mit 16 gelingt's noch? Du bist ja ein Meisterschütze. Ja, ich schieß gerade gegen 21. Ah ja, schön. Ja, und jetzt, gegen 22 müsstest du jetzt wieder schießen. Ja. Jetzt ja. Aber so. Bis eben war es nur gegen 21. Gut. Ja, also du siehst, deine Pfeile richten gut Schaden an. Aber der Effekt, wie es bei den Käfern aufgetreten ist, ist hier nicht der Fall. Das hätte jetzt mittlerweile eigentlich eintreten müssen. Mhm. Aber irgendwie
Bei dem. Das hinterfrage ich später. Ja. Gut, dann, ja, ihr beiden. Wollt ihr, ich gebe jetzt, ihr könnt jetzt aussuchen, welche Schadensart ihr wollt. Entweder einen W20 oder einen W6 plus 6. W20, Erwartungswert 10,5. Ein W6 plus 6, Erwartungswert 3,5 plus 6, 9,5. Limru, jetzt kommst du. Also mit dem W6 plus 6 hätten wir halt sicher 6 Schaden. 7, ja, ja, genau. Beim W20er ist höheres Risiko. Das ist so ein hohes Risiko, hoher. Das ist einfach, wo ihr den Elefanten trefft. Wenn ihr halt jetzt was hohes würfelt, trefft ihr den halt ziemlich gut. Wenn ihr was niedriges würfelt, habt ihr den halt nur gestriffen. Na, schon klar. Also ich würde auch zu dem W6er tendieren. Also ich würfel das nicht, weil ich würfel immer niedrig. Es ist selbst eure okay. Ich würfel also nicht. Ich das würfel, ne? Ja, aber das habe ich. Das habe ich mit dir schon mehrfach probiert. Das machst du dann immer absichtlich anders. Aber ich weiß, dass ich eh wieder jetzt eine 4 würfle, wenn ich den W20 würfle. Ja. Also was würde er haben? Wollt ihr den W20 oder wollt ihr den W6? Den W6, dann ist eine 4 ziemlich gut. Ja, genau. Ja. Aber das wird dann runtergeregelt, runtergerechnet auf dem W6 ist dann irgendwie eine 3 oder so oder eine 2. Nimru. Welchen Würfel wollt ihr? Also dann W6. W6. Würfelst du? Willst du? Oder wenn du absolut nicht willst? Auch. Wenn du absolut nicht willst, dann mache ich das. Aber wenn du möchtest, dann. Wir war's doch mal. Guck. 4. Na bitte. Genau die Zahl, die ich angesagt habe. Es ist gespenstisch. Ich könnte Lotto spielen. Okay. Ja, die Frage ist jetzt, sind das Trefferpunkte oder Schadenspunkte? Das sind erstmal nur Trefferpunkte. Das ist die Frage. Ja, also ihr schafft es gemeinsam, diese großen Steinbrocken über die Kante runter und Nimro gibt ihm nochmal einen guten, beherzten Tritt, dass er ein bisschen weiterfliegt und nicht gerade einfach runterfliegt. Genau. Und ja, ihr merkt, ihr seht auch, dass ihr den Elefanten wohl scheinbar am Arsch trefft, der auch kurz zur Seite wegknickt. und da jetzt eine gute Schürfwunde entstanden ist, die auch ordentlich blutet. Ja. Aber er steht immer noch und rennt weiter gegen das Tor. Und ihr hört es knacken. Mhm. Naja, das ist der zweite Brocken dran. Es ist ja noch einer da. Gleiches Vorgehen. Ja. Und aufs Beste hoffen. Macht mal, ihr zwei seht das, sattet ihr leider nicht. Macht ihr zwei mal bitte eine Sinnesschärfeprobe. Erschwert um 2. Nee. Es geht aber nicht um Geruch, Geschmack. Es geht um Sicht. Gut. Erschwert um 2. QS2. Okay, ja, ihr beide. Mhm. Ja, ihr seht, dass, dass die Wand, gegen die der Elefant gerade haut, die wird demnächst einbrechen. Und ihr wisst, dahinter sind nur noch Holzkisten. Ja. Wissen wir das? Yeah. Weil wir sind, sobald der Elefant runtergefallen ist, ja hinterher und drüber gesprungen. Ist vorhin die ganze Zeit Sachen gerufen und alles und ihr wart alle recht nah beieinander. Gut. Ihr habt schon mitbekommen, dass es hieß, es soll unten verbarrikadiert werden. Ja. Und da ihr da unten keine Metallsachen habt, sondern nur Kisten. Also Dardan hat den Raum ja auch durchsucht, er weiß ja, was da nix ist, um die Tür zuzumauern. Also das können ja nur Kisten und diese Garderobenständer und sowas gewesen sein, was man da gefunden hat. Naja gut, aber... Wenn es uns auffällt, würde bei Nimru so ein Kampfreflex triggern, dass sie Achtung, Durchbruch ruft. Mhm. Dieses schnell Bescheid geben, wenn man sowas sieht. Okay, ihr anderen auf der anderen Seite, ihr hört das alle. Dann lässt Retzan die Strickleiter wieder runter und ruft Stayun zu. Stayun, nimm dir... Rufus, nimm dir etwas von den von dem brennenden Holz. Trete den Rest schnell aus und lauf die Treppe hoch, sodass der Elefant nur dich sehen kann. Und komm dann, wenn er dich gesehen hat, hier schnell die Strickleiter hoch, dass er nicht zu den Verletzten läuft. Das war schon eine komplexe Anweisung für Stayun.
Nee, ich muss mit Stallion einmal kurz was würfeln. Einfacher hätte ich es nicht machen können. Aber clever. Ja. Wenn Stallion das tut, was Retzern möchte. Ja, und wenn der Elefant dann auch das tut, was Retzern möchte, das ist der viel größere Faktor. Hoffentlich macht mein großer gepanzerter Freund jetzt keinen Blödsinn. Doch, er macht Blödsinn. Mhm. Nee, doch, das macht er nicht. Willenskraft. Mann, der ist Willens- der willensstark. Wow, es ist ja ein Hecht. Ja, also Stallion ist wirklich sehr willensstark. Ja, ja. Ja, er ruft hoch, was ist mit den Verletzten? Wir müssen die beschützen. Du sollst den Elefant hier hochlocken, dann die Treppe hoch, damit er und nicht kommt. Und wenn er mir nicht folgt? Deswegen sollst du ja das Einzige sein, was er sieht. Er grummelt noch. Der Elefant ist für ihn ja dort den Gang da oben entlang geprescht, weil er sozusagen jemanden von uns gesehen hat. Und jetzt rennt er dagegen, weil er zu uns will. Für Retzern ist es klar, der Elefant will gerade zu uns. Der sieht uns als Bedrohung an. Und deswegen will er den jetzt halt da hochlocken, die Treppe hoch. Okay, wenn das deine Einschätzung ist. Also du hörst doch von Stallion irgendwas Gegrummel und... Ich kann gerne eine Tierkundeprobe machen, um auf andere Erkenntnisse zu kommen, wenn du mir das zugestehst. Ja, mach mal um 2 erschwerte Tierkundeprobe. Ja, nö, das ist mein Gedankengang. Gut. Ja, also du hörst, wie Stallion irgendwas noch brummelt und scheinbar ist er nicht 100% damit einverstanden, aber er tut wie Geist und nimmt sich von dem Feuer etwas, hat dann, es wird nicht lange brennen, aber für den Moment wird es reichen, tritt das andere aus und stellt sich oben auf die Treppe hin, mit dem Blick nach unten, dass sobald der Elefant durchkommt, er halt mit der Fackel winken kann, auf sich aufmerksam macht und dann hochrennt. Ja. Imru hatte ja schon vorhin was zur Mammutjagd sich erinnert. Mhm. Was könnte sie dazu wissen? Tiere, die verletzt und in Panik sind, handeln sehr oft irrational. Gut, aber könnte es funktionieren? In der Regel haben Tiere, Mammuts, Elefanten, Angst vor Feuer. Aber wie gesagt, wenn die in Panik sind, wenn die stark verletzt sind, reagieren sie irrational. Das heißt, es könnte gut sein, dass das funktioniert. Es kann aber auch einfach sein, dass der einfach nur wild durch die Gegend prescht. Ja gut, dann also sie hat da keine Tendenz. Nee, du kannst ein Tier, was in Panik ist, kannst du nicht wirklich einschätzen. Das ist einfach... Die sind nur scheiße gefährlich. Ich habe nur gefragt, weil wenn Retzan jetzt kompletten Mist runtergerufen hätte, hätte Nimru interveniert. Nee, das kann funktionieren, definitiv. Also der Elefant kann auch das als potenzielle Gefahrenquelle sehen und ihn angreifen. Es kann aber eben auch sein, das werdet ihr gleich mit dem Glückswurf nämlich machen, ob er einfach nur randaliert. Das ist einfach eine 50-50-Chance. Ja, es ist halt dunkel da. Das mit der ist durch das Licht ein bisschen geblendet und sieht nur denjenigen, der bei dem Licht steht, ist natürlich möglich. Gute Frage. Ja, blenden. Ja, blenden ist ein starkes Wort für unsere Lichtverhältnisse. Wollte gerade sagen. Blenden nicht, aber der Rest ist dunkel. Naja, man richtig. Muss bedenken, dieser Elefant war da unten jetzt die ganze Zeit im Stockfinsteren. Und dann plötzlich auch nur eine Fackel zu sehen, das ist dann schon ziemlich hell. Also er hat die ganze Zeit oben gegen das erste Tor gehämmert, wo eine Fackel davor lag. Also der hat sich mittlerweile ans Licht gewöhnt. Wir haben ihm die Raketen entgegengeschossen. Das hat ihn geblendet. Ja, ja, das hatte geblendet. Das Magnesium drin, alles Mögliche, was so richtig ballert. Ja. Aber wenn der da unten jetzt gleich einfach nur rumrampaged, dann hätten wir auch nichts machen können. Dann kann Stallion mit seinem Zweihandhammer da noch so im Weg stehen. Und da ist in den Fackeln war kein, in den Fackeln sei schon, in den Raketen war jetzt kein Magnesium, sondern Hylaria Feuer ist da sogar drin. Ganz kleine Mengen, weil das ist ja verboten, das Zeug, ne? Mhm. Aber wenn man das hätte extrahiert, dann hätte man da böse Sachen mitmachen können. Haben wir aber nicht, haben ja auch keinen Alchemisten dabei. Nein, okay. Ja, man baut in der Regel selten Feuerwerkskörper, aber das ist einfach was, ja.
Okay, gut. Ja gut, ihr habt das jetzt beobachtet, ihr habt den Befehl gerufen und macht euch an den letzten Stein, oder? Ja, solange, sonst hat ja Nimro, sagt mal böse, nichts zu tun, außer dann die nächsten Käfige rauszuzerren, das kann sie alleine. Also versucht Dathan wieder im Rahmen seiner Möglichkeiten zu helfen. Okay, dann bitte für euch, und du musst wieder im Sitzen. Ja klar, also ich fange das jetzt gar nicht mehr anders an. Im Sitzen dauert das Ganze halt ein bisschen länger. Da kann ja, ich kann es ja auch nicht ändern. Früher oder später durchbrechen. Ich kann es da auch nicht ändern. Okay, nee, es geht mir nur darum, wie viel Zeit ich dann einplane, bis Stein runter oder Elefant weg. Also wenn ich jetzt eine QS4 würfel, ja, dann geht es doch wieder ein bisschen schneller. Aber nur dann rechne nicht damit. Wie ist das mit der Zeit? Ist das pro Person, die sitzt, ein Problem? Oder ist das, wenn Dathan eh sitzt, auch egal? Wenn ihr beide sitzt, dann... Dauert es dann noch länger? Ein Tick, nicht viel, aber ein Tick. Also das würde jetzt nicht ausschlaggebend wahrscheinlich sein. Wenn ihr beide steht, geht es definitiv schneller, als wenn einer sitzt. Wenn beide sitzen, kann das minimal länger gehen, als wenn einer sitzt. Dann setze ich Nimu nicht. Ja. Also es wäre besser, wenn ihr beide steht, sage ich so. Ja, ja, aber das ändert im Nichts endet das. Dann Dathan, bitte einmal für dich. Kraftakt um 1 Erschwert, Nimro Fitz um 2 Erschwert. Auch besser, wenn er kein Mörder-Elefant wäre. Siehst du, er war so knapp daneben. Ja, aber Nimro hat eine Kurs von 5. Ja. Nimro, du schiebst den Stein mehr oder weniger fast schon mühelos voran und ja, merkst, okay, Dathan schafft es mal wieder nicht und ja. Hätte er es geschafft, wärt ihr deutlich schneller vorangekommen. Es dauert ein wenig länger. Saladir, du darfst, wenn du möchtest, dreimal noch schießen. Ja, würde ich dann tun. Okay. Dann bitte dreimal würfeln. Ja. Und jetzt mache ich mal einen Ausweichwurf. Erschwert um 7? Ne, der ist normal. Mhm. Die nächsten wären aber so erschwert, dass er sie halt nicht mehr machen darf. Für euch hat ein Ausweichen von 3. Mhm. Und der Elefant weiß halt, dass da aus der Stockfinsternis runter zu ihm in die Stockfinsternis ein Pfeil fliegt. Das hört der. Nein, aber deswegen habe ich ihn am Anfang nicht würfeln lassen. Mittlerweile weiß auch ein Tier, okay, von da werde ich ständig gepiekst. Deswegen. Das heißt jetzt dreimal Schaden? Genau, dreimal Schaden. Ich glaube, das ist eher, dass er genau in dem Augenblick zur Seite tapst, wenn der Pfeil runterkommt. Das ist eher ein Zufall als ein Ausweichen. Genau. Mhm. Bitte erst zusammen addieren und dann gegen die Rüstungsklasse rechnen. Nee, leider nicht. Da gibt es doch so ein Talent in Pathfinder, wo genau das passiert. Oh, also du merkst, du setzt dem Elefanten doch sehr gut zu, aber es ist halt sehr teuer, was die Pfeile angeht. Ich hoffe, dass ich die nachher wieder einsammeln kann. Naja, auf denen werden gerade Sachen geschmissen. Die Chance, dass deine Pfeile dabei kaputt gehen, ist sehr hoch. Es wird noch ein einziger Stein geschmissen. Danach wird ja ein gar nichts mehr geschmissen. Ein Stein und jetzt noch einer. Ja, also ja, aber das... Also Saladir schießt ja aus einem anderen Winkel. Die kommen woanders an. Ja, aber der... Egal. Elefant ist groß genug dafür. Dann müssten wir die Trefferzonen auswürfeln, denn bislang sind nur die auf der rechten Arschbacke kaputt gegangen. Stimmt. Gut. Genau. Gut. Ja, das Ganze hat jetzt ein bisschen gedauert und ja, ihr hört abermals ein lautes Krachen, Knirschen und ja, der Elefant hat es geschafft, sich durch diese Tür, sag ich mal, durchzuarbeiten. Vor dem zweiten Stein? Ja. Hm. Und ja, versucht jetzt, sich da durchzudrücken. Das ist doch recht eng. Und macht mal einen Glückswurf, einer von euch beiden, also Nimro oder Dathan, ob der große Stein den Elefanten noch trifft. Das mache ich. Niedriges Gut. 1 bis 15 trefft ihr ihn. Rüber trefft ihr ihn nicht mehr.
Gut. Keine dann Chance heute. Dann hat nur ein einziger Stein überhaupt Chance gehabt, diese Pfeile zu vernichten. Das ist das Gute. Langfristig ist das besser so gewesen, Saladier. Ja, das sage ich dir dann, wenn der Elefant den Hund greift. Ja, aber auch nur, wenn wir den Elefanten tot kriegen, weil ansonsten muss Saladier auf den lebenden, tobenden Elefanten draufklettern, um ihm seine Pfeile wieder rauszuziehen. Mach einfach eine Reitenprobe draus, alles gut. Würfelt mal bitte einer von euch mit 3W6ern. Das mache ich jetzt nicht. Das kann Kajit. Da geht's um Schaden, Waffelig los. Das kann Kajit mal machen, oder? Oh ja, der hat heute noch gar nicht. Genau. Ja, stimmt, schöne der hat Idee. Noch gar nicht. Mach du mal, 3W6er. Okay. War auch gemischt. Mhm. Na, gut, ja, ihr hört, wie Metall schreit schon fast, weil ja, der Elefant drückt sich halt durch diese Öffnung da durch und ja, dieses Metallkonstrukt, was er anhat, wird halt mit Gewalt an diese Steine gedrückt und durchgepresst und es ist ein ohrenbetäubendes, ekliges Geräusch. Die Adligen würden sich jetzt alle die Ohren zuhalten, und weil es ist wirklich ein widerliches Geräusch. Gut, dass die alle bewusstlos sind, das hören sie ja nicht. Gut, und ja, kurze Zeit später hört ihr abermals Holz splittern. Das scheint die improvisierte Barrikade gewesen zu sein, die überhaupt nichts gebracht hat, außer dass ihr es jetzt hört. Ja, und unten ruft Steyon: Hierher, du Riesenvieh! Und schwenkt mit seiner Fackel. Das seht ihr nicht, dass er schwenkt, aber ne? Und ja, läuft dabei zurück, schreit weiter, wedelt weiter und ja, versucht die Leiter hochzuklettern, während der Elefant so entweder jetzt folgt oder da unten Rambazamba macht. Ein Glückswurf. 1 bis 10 ist was und 11 bis 20 ist was. Das entscheidet ihr und entscheidet auch, wer würfelt. Niedrig ist gut und da Retzern das die Idee angeleiert hat, würde ich jetzt auch die Schuld für den Wurf auf mich nehmen. Okay, das heißt 1 bis 10 wird da folgen. Ja. Wir haben gleich eine ganze Menge Adlige weniger, die wir hochtragen müssen. Und einen Hund. Ja, der ist mir nicht so wichtig. Du tötest gerade 200 Abenteuerpunkte oder so. Ich 200 oder 250, irgendwie so um die Dreh steckt in Rufus. Ich will gar nicht wissen, wie viele Abenteuerpunkte wir dafür bekommen hätten, die Adligen lebendig da hochzubekommen. Ich dachte, es kommt jetzt hier, du tötest hier gleich Rufus, aber dann kommt einfach nur, du tötest hier 200 Abenteuerpunkte. Ja, ich wollte das nur für Retzern sinnvoll ausdrücken, weißt du? Okay. Ja, aber und? Das war oh Hammer. Mann. Muss es so machen. Ja, sag, also sag Bescheid, wenn ja? wir reagieren können, ja? Ja, also, ja, Steyon schwingt sich da hoch und ja, guckt dabei auch nach unten und ja, sieht, der Elefant läuft nicht hinterher, sondern läuft dran vorbei. Und brüllt dann eben euch entgegen: Der Plan funktioniert nicht! Und guckt euch jetzt erwartungsvoll an. Ja, also Saladier würde, ich vermute mal, ich habe von der Position, an der ich jetzt stehe, keine Sichtlinie mehr zu dem Tier. Nein. Das heißt, ich würde tatsächlich in dem Moment, in dem der da reinmarschiert, Richtung Treppe hechten. Okay, du läufst also zurück und ja, du siehst halt noch gerade, wie Steyon damit hochklettert oder so auf halbem Ding ist. Du siehst halt so den Fackelschein und hörst ihn halt auch rufen. Der Plan funktioniert nicht. Ja, in dem Moment würde Nimru sich in Bewegung setzen und über den Abgrund springen wollen. Okay, dann einmal bitte Akrobatik, sprich Körperbeherrschung ist das, ja? Mhm. Du würdest aber schaffen. Das war ja ganz gut, ja. Ja, okay. Bist und du gesprungen? Auf der anderen Seite weiterlaufen. Mhm. Wie tief war das? Das war nicht so tief, ne? Was? Da, wo Steyon jetzt hochklettert. Also, wenn ihr die Treppe bis zum Ende hochgeht und Moment, hier hochklettert, sind es 2 Meter. Lass es 3 Meter sein. Okay, sie springt runter. Okay. Gut, es dauert noch ein bisschen, bis du da bist. Jetzt will ich erstmal gucken, was machen die anderen? Also, wie gesagt, Yuku ist da, Kajit ist da, Retzan,
Dajun schreit euch entgegen, der Plan funktioniert nicht. Wie reagiert ihr? Was macht ihr? Dartan rennt in den Raum rein, wo der Elefant herkam. Mhm. Und guckt mal, ob der, der da liegt, er hat ja das Wimmern mal irgendwann gehört, wusste ja deswegen, dass da einer ist, war jetzt irgendwie klar geworden. Und weil Saladin dir das gesagt hatte, dass da einer ist? Genau, ich hatte zuerst gehört, du hast dann bestätigt, dass da einer ist, genau. Also deswegen rennt Dartan da rein, hatte sich den Raum ja auch einmal angeguckt, dass da kein Nashorn mehr hinterher kam, hat er den irgendwo gesehen. Ist der bei Bewusstsein, kann ich den was fragen? Sage ich dir gleich, ich möchte jetzt erstmal von den anderen beiden endlich wissen, was sie machen. Okay. Ich habe ja Dartans Gepäck durchwühlt. Wenn ich mich da auf Outgame-Ebene noch richtig erinnere und Retzan wüsste es ja, also durchwühlt ist das falsche Wort, die Sachen lagen da. Durchwühlt ist das genau richtige Wort. war da nicht noch ein Fläschchen, Döschen, wie auch immer, Lampenöl drin? Ein, ja, das ist ein Schlauch wahrscheinlich, irgendwie so ein Lederding. Hast du noch eine Lampenöl in deinem Rucksack? Ja, habe ich. Ja, das ist, dann ist Absturz überstanden. Ja, dann ist da Lampenöl drin, ja. Dann sucht Retzan das heraus und während er da am Wühlen und Kramen ist, sagt er zu... Machen wir kurz eine Sinnesschärfeprobe währenddessen. Erzähl ruhig weiter dabei. Sagt er, ja, du überschätzt deutlich meine Multitasking-Fähigkeit. Kannst du jederzeit Mist labern, aber keinen Plan formulieren, aussprechen und nebenbei würfeln. Das sieht man daran, dass ich hier elendig lange brauche, um die Selbstbeherrschung, Sinnesschärfe zu finden. Wow, das ist beeindruckend. Na gut, okay, bei 17, 18, dass ich da nur einen Punkt daneben bin, ist schon... Gut, dann kriegst du von mir keine Informationen, damit ich dich weiter verwirre. Super. ja, also, ich sage dann zu Stajun, vermutlich wühlt Retzan gerade an einer leuchtenden Rondra-Brosche vorbei oder so. Und sagt also zu Stajun, ich gebe dir jetzt etwas Lampenöl. Schütte das einfach unten zwischen dem Elefanten und den Bewusstlosen auf dem Boden und zünd es an. Er ist ja offenbar vor dem Feuer davongelaufen. Ich schmeiß ihm das Ding einfach auf den Rücken und schmeiß die Fackel hinterher. Gib her! Und er streckt die Hand aus. Ja, Retzan ist ja offenbar noch am Wühlen. Ja, ja, trotzdem sagt er, gib her. Also er will jetzt schnell machen. Okay, was macht Khajiit? Du hörst das, du siehst, Retzan ist da am Wühlen, es geht wohl um Lampenöl. Von hinten kommt Saladier angesprintet, man hört, wie Nimru worüber springt, weil die Rüstung klappert gut und dann auch angerannt kommt. Was machst du? Ich bin damit halt auch keine große Hilfe, leider. Lederrüstung klappert gut, finde ich super. Hattest du nicht? Ach stimmt, du hattest, ja gut, deine, was weiß ich, deine Stiefel klappern, egal. Sie knarzt. Das Schild klappert. Gut, dann ist es das Schild. Jedenfalls, Khajiit hört das, dass du da rankommst. Also, Khajiit, was machst du? Ja, was soll ich machen mit ihm? Große Hilfe ist er ja nicht. Leider. Könntest du runterrennen, dir welche von den Adligen auf die Schulter schmeißen und wegrennen? Könntest du da oben Däumchen drehen? Ich würde nicht runterrennen. Siehst du, dann ist das schon mal eine Entscheidung. Du rennst nicht runter. Nee, okay. Das werde ich nicht tun. Gut. Du hast die Entscheidung getroffen, dass der Heiler heil bleiben sollte. Ich werde versuchen, schon mal Data zu folgen. Also, ob ich ja vielleicht Okay, das heißt, Affen überkomme. Okay, das heißt, du mit rennst... Nimrus Hilfe vielleicht. Ja, Nimru kommt dir gerade entgegen. Ach so. Und Datan ist auch schon weg. Also, wenn du da jetzt abstürzt, dann... Ja, in aller Stille. Nein, dann schrei bitte unterwegs, damit der Elefant sich umdreht. Ja, genau. Als letzter Dienst an die Gruppe. Okay, also willst du zu Dartan? Du weißt ja, wo Dartan ist, von daher hast du es auch mitgekriegt, dass da wohl ein Typ drin war. Ein Überlebender ist, genau. Genau. Also, gut, dann rennst du. Gut, ihr rennt aneinander vorbei. Der Gang ist auch breit genug, dass ihr da, ohne euch jetzt in die Hacken zu kommen, aneinander vorbeirennen könnt. Gut, währenddessen der gute Dartan bei dem Typen im Käfig angelangt ist und Also erste Frage. Ich habe ja keine Lichtquelle bei mir. Hier ist es stockdunkel. Hatte ich hier mal irgendwo was gesehen, wo noch was war? Irgendwie
gab's denn nicht? Du hattest da die Lampe oder hattest du? Ich wollte gerade sagen, wer hat denn dann unsere Lichtquellen? Wir hatten doch nur zwei. Eine davon müsste bei Retzern sein und die andere müsste doch eigentlich bei euch wenn sein. Nimru, oder nicht? Wenn Nimru die nicht mitgenommen hat, habe ich die richtig. Das ist richtig. Nimru ist es gewohnt, im Dunkeln zu rennen. Ah gut, dann hat er die nicht mitgenommen. Na, dann habe ich eine Laterne. Nimru rennt immer ohne Fackel los. Ja, dann habe ich die Laterne dabei, richtig. Genau. Ich täte mir diesen Bewusstlosen oder Verletzten oder was auch immer anschauen, ob der bei Bewusstsein ist. Das ist erste Prüfung. Also er bewegt sich nicht. Das könnte daran liegen, dass der Käfig, in dem er sich versteckt hat, kleiner ist als der Mann mittlerweile. Okay, ich spreche ihn an. Hi, nein, hallo, hey da, ihr da. Wächter, Tierwärter. Ich rüttle ihn auch mal an der Schulter, solange, also soweit der Käfig das zulässt. Der Käfig ist sehr, sehr, sehr eng mit seinem Körper verbunden. Okay, ist er schon kalt? Nein, kalt nicht, aber er ist überall rot. Anders antwortet er auf Datas Ansprache. Und auf die Berührung, nein. Nein. Habe ich den Eindruck, dass er noch am Leben ist? Dann mache ich eine Wundheilungsprobe dann halt. Mach Puls gerne. Spüren oder irgend sowas. Ich möchte feststellen, ob dieser Typ noch am Leben ist. Gut, dann mach bitte eine Heilkunde-Wundenprobe. Es ist ja wirklich, das geht auch sowas von in die Hose bei mir. Nein, Kurs 2. Ich weiß genau, ob der noch am Leben ist. Ja, also da der Käfig in seinen Körper gearbeitet wurde, lebt er nicht mehr, nein. Okay, weil er hat ja vorhin noch gewimmert, deswegen... Ja. So, okay, also dann ist down, okay. Dathan guckt sich im Raum um. Aber seit wir den Elefant begonnen haben zu beschäftigen, kann der Elefant nicht mehr in dem Käfig gewesen sein, weil er die ganze Zeit auf uns fixiert war. Ja, der Käfig war fast von Anfang an schon in der Position. Der Typ ist halt einfach verblutet. Aha. Okay, das ist so ein unrettbarer NSC, ja? Wenn ihr den Elefanten, wie auch immer, sofort hättet beruhigen können durch einen Zauber oder sowas. Es gibt Zauber, die das können. Also wir hätten den Elefanten versteinern können. Ja, Sanftmut. Können. Genau, Sanftmut oder Stein oder sonst was, genau. Und wenn ihr euch dann direkt um ihn gekümmert hättet, dann wäre die Chance noch gewesen, den zu retten. Hätte man den halt wirklich da rausschälen müssen und dann sofort versorgen. Ja. Okay, anders. Das war der Grundplan. Anders gefragt. Dathan scannt den Raum ab. Gibt es irgendetwas in diesem Raum, was sich als Waffe eignet oder was mir irgendwie in den Blick kommt, was mit dem Elefanten was zu tun haben könnte? Was ihn erschreckt, was ihn beruhigt, eine Waffe, was weiß ich. Oder irgendwas, was dieser Typ bei sich hat. Nee, was du siehst, sind halt mehrere tote Tiere in diesem Raum drin. Das scheint schon, bei dem Einsturz scheinen dort alle Tiere irgendwie in Panik gekommen zu sein. Manche Tiere haben Krallenspuren, der nächste haben Bisse, der nächste hat eingeschlagenen Schädel und also die scheinen gegenseitig übereinander hergefallen zu sein, ohne Sinn und Verstand. Also er hat sich alles gegenseitig getötet. Der tote Typ sieht aus wie ein Wärter, wie man sich den vorstellen würde. Also riecht nach Tier quasi. Es riecht jetzt sehr stark nach Blut, aber du siehst an seiner Kleidung, der war scheinbar für die Tiere hier unten verantwortlich. Also es ist ein Arbeiter, es ist kein Schauspieler und keiner, der hier das Zufall irgendwie runtergefallen ist oder so. Der gehört hier hin. Du siehst auch an seinem Bund ist so ein Bundschlüssel, große Eisenschlüssel, die darauf schließen lassen, das ist auch für die Käfige hier. Ja. Tja. Also wenn ich ja nichts finde, was irgendwie für mich mit dem Elefanten in Zusammenhang steht oder was in irgendeiner Weise als Waffe gegen den Elefanten dienen könnte. Du siehst hinten in der Ecke siehst du ein paar Heuballen, aber ob die jetzt helfen. Na gut, sie brennen halt. Ja. Aber wenn wir hier ein Feuer legen, das ist ja auch irgendwie auch nicht so gut für uns, so auf mittlere und lange Sicht. Rauchvergiftung, eben. Incoming. Und mal unten die Kisten und die Kostüme, das brennt alles. Dathan möchte da eigentlich kein Feuer legen. Von dem Plan, der da jetzt gerade unten diskutiert wird, weiß er ja nicht unbedingt irgendwas mit dem Öl und so.
Ja, also doch, die schreien da. Also ist der Jon schreit da aus. Gut, der Elefant ist auch recht laut. Also. Aber ob ich jetzt gerafft habe, dass jetzt mein Öl da irgendwie ins Spiel genommen wurde, das weiß ich noch nicht ganz. Weil ich habe mich ja halt direkt nach unten hinten umgewendet, weil ich jetzt gerade nichts Besseres wusste. Okay. Ja, also was du noch mitbekommen hast, ist, dass der Jon gerufen hat, der Plan funktioniert nicht. Das hast gut. du auf jeden Fall noch mitgekriegt. Ja, dann würde ich den Raum auch wieder verlassen. Und ebenfalls nach, also ein letzter Blick nach oben. Geht's nach oben in diesem Raum weiter oder ist da Decke? Weil irgendwie muss der Elefant ja hier reingekommen sein. Durch die Tür hat er nicht gepasst. Und wenn die ja kein Portal, keine Dimensionstür machen können, dann muss es ja irgendwie eine Rampe, ein Aufzug, ein Schacht. Nee, nach einer Decke ist nichts, aber mach mal eine Sinnesschärfeprobe auf Sicht, bitte. Ich hoffe, dass er den elefantengroßen Durchgang nicht erst durch eine Sinnenschärfprobe sieht. Genau, das wortwörtliche Scheunentor. Weil wenn wir nämlich nicht kämpfen können, dann ist Flucht ja auch noch irgendwie eine Option. QS3. Ja. Du siehst, dass an der hinteren Wand mal ein Eingang war. Das Problem ist, dass der komplett eingestürzt ist. Also welcher Weg, welcher Gang auch immer da war, der ist komplett verschüttet. Und der sieht aber auch verschüttet groß genug aus, dass der Elefant dort sein großes Stelldichein hatte. Ja, ja, das war ein Riesentor, wo scheinbar irgendein Weg wohl nach oben geführt hatte. Aber das ist komplett Schrott, das kannst du vergessen. Das ist. Okay. Und oben, also das heißt, der Raum hat eine ganz normale geschlossene Raumdecke. Ja. Gemauert, gewölbt, was auch immer. Gemauert, ja. Okay, also gut. Also hier gibt's, das ist eine Sackgasse mit anderen Worten. Ja, definitiv. Gut, okay, das ist auch wichtig zu wissen. Ja, dann würde ich Nimro hinterher laufen und da auch versuchen drüber zu springen. Dann es ist ja Khajiit in der Nähe, der mich jetzt auffangen kann. Ja, ja. Ja, also ihr denkt dran, also, wenn du fällst, schrei dabei, damit der Elefant sich umdreht. Wenn ich sehe, dass Khajiit da irgendwie wenn ich sehe, dass Khajiit den Eindruck macht, das wird er hier rüber wollen, würde ich ihm zurufen, Khajiit, bleib da drüben, hier ist nichts, ich komme rüber. Ja, ihr seid gerade mehr oder weniger fast aufeinander zugerannt. Ja, genau, deswegen sage ich ihm das. Also, du kannst natürlich... Würde ich abbremsen und halt nicht anstatt machen, rüber zu kommen. Ja, dachte ich mir. Okay, dann brauche ich von da an eine... zu. Wie geht's dem Verwundeten, den Dalat ihr gehört hat. Davon sagt dir Dartan nichts, weil er ist gerade damit beschäftigt sein, was ist Körperbeherrschung zu schaffen, also den Sprung. Der ist plus minus null, richtig? Ja. Richtig, weil es nur 2 Meter sind. Jetzt daneben. Gut. Ah ne, okay. So. Weil sonst hätte Khajiit gleich eine Kraftaktprobe würfeln müssen, da hätte er chronisch eine 20 mit bei gehabt, dann wärt ihr beide abgestürzt. Dann hättet ihr euch nur noch im Kampf im Fall einigen können, wer von euch unten landet. Also, pass auf, Khajiit, Dartan hüpft rüber, das sieht recht elegant aus, also zumindest eleganter, als du es geschafft hättest. Und als sich der Dartan zu dir aufrichtet, guckt er dich an und sagt einfach nur, tot. Und geht dann weiter. In der Hoffnung, dass du das in den Kontext eurer Konversation irgendwie noch einordnen kannst. Auch wenn es jetzt eine Pause war, bis die Antwort kam. Ja. Gut, währenddessen, hast du das Lampenöl gefunden, Retzer, und hast es Stayun in die Hand gedrückt? Ja, mit den Worten dabei nochmal, weil er ja gesagt hat, ich schmeiße es dem einfach auf den Rücken und werf die Fackel hinterher. Mach damit eine Barriere zwischen dem Elefanten und den Bewusstlosen. Und wenn er bei dem Bewusstlosen schon ist, sonst kommt selber mit runter. Ich möchte mal fragen, ob Nimro nicht schon längst unten sein müsste. Das passiert jetzt alles mehr oder weniger zeitgleich. Okay, weil Nimro ist nämlich wirklich gesprintet und würde auch an... Also sie würde gar nicht erst gucken, ob die Strickleiter frei ist oder nicht. Sie würde daran vorbeispringen. Gut, ja, also Sandy rennt ja auch zurück. Von daher, ich will jetzt nur kurz... Also Sayun sagt noch zu dir, du kannst auch selber mit runterkommen. Er versucht, den Elefant auf Abstand zu halten zu dir. Ansonsten macht er das, wie er das halt für richtig hält. Boah, ich mache jetzt einen Moment. Das hat das letzte Mal so gut funktioniert. Ich mache einen Mutwurf. Okay. Schön. Ich meine, das letzte Mal hat der Mutwurf darin resultiert, dass Retzan unverrichteter Dinge wieder zurückgekommen ist, aber am Leben. Also er hat damals nur sein Inventar verloren. Viel mehr ist davon jetzt nicht mehr übrig. Jetzt verlierst du deine Kleidung. Ja, aber jetzt habe ich das also Retzan sagt, mit heilen Knochen bin ich nützlicher. Halt ihn einfach nur von denen fern, egal wie. Retzan geht davon aus, dass er irgendein ekelhaftes Geklatsche und
und Knochenknacken schon gehört hätte, wenn der Elefant schon auf Bewusstlose draufgetreten wäre. Okay, aber ja, behältst du jetzt dann das... Nein, das Lampenöl gebe ich Sayun. Damit soll er dann im Rahmen seines Ermessens machen, was er will. Gut, dann ja, schwingt sich Sayun wieder runter. Saladier kommt da mittlerweile dann auch an, hat das jetzt noch mitgekriegt, so am Rande, dass es wohl ums Lampenöl ging, dass Sayun das jetzt in der Hand hat. Und ja, kletterst du runter oder springst du runter? Wie hoch war das? 3 Meter. Ich würde ja unheimlich gerne springen, aber ich glaube, dass das ist eine Akrobatikprobe. Wenn du die Akrobatikprobe schaffst, um 1 erschwert, dann kommst du ohne Schaden unten an. Warte, lass mich mal kurz. Körperbeherrschung heißt das jetzt? Ja, Körperbeherrschung. Hm? Lass mich kurz überschlagen, gegen was ich würfel. Ich glaube, ich klettere runter. So, in-game würde ich jetzt behaupten, er hechtet einfach runter und macht das im Prinzip so, wie Nimrus auch vorhat. Das sieht bei mir aber deutlich weniger elegant aus, führt nur dazu, dass ich dann da unten bewusstlos rumliege. Nimru. Also klettern wir. Gut, du kletterst. Das heißt, Nimru ist vor dir. Weil Nimru, die Leiter ist belegt, du springst nämlich an. Nimru springt. Sie weiß, dass sie sich abrollen kann. Mhm. Und ihr ist jetzt auch gerade eine Schramme egal, weil... Gerade kommt es wirklich auf Schnelligkeit an. Genau. Gut, dann von dir bitte eine Akrobatikprobe, erschwert um 1. Gut. Ja, ohne Probleme springst du über Saladier rüber. Qualitätsstufe mal 3 weniger Schaden. Ich werde auf keinen Fall Schaden kriegen, nehme ich an. Du hättest auch ohne Abrollen gar keinen Schaden gekriegt. Hervorragend. Ja, also du springst einfach über Saladiers Kopf hinweg. Du siehst gerade, wie er runterklettern will. Also sich, ja, ist jetzt nicht langsam, sondern er schwingt sich da auch schön agil rum und rutscht schon fast die Leiter runter. Aber ja, du springst einfach oben drüber, pickst dann eben vorbei und ja, kommst unten neben Sayun, der schon auf dem Absatz kehrt gemacht hat und ja, auf dem Weg nach unten sprintet. Ja, ich sprinte auch Richtung Elefant. Mhm. Und Nimrus Plan, je nachdem, was sie unten vorfindet, ist, den Elefant in seiner Richtung zu verändern, indem sie den Elefant angreift und dann schnell wegrennt. Sie möchte ihm wirklich Schaden machen, damit er sie bemerkt. Und je nachdem, wo Sayun und in dem Moment ist und ob ein Weg wieder zurück in den Raum möglich ist, wo der Elefant herkommt, also aus dem Abgrund, würde sie entweder versuchen, Richtung Abgrund zu laufen oder die Treppe hoch. Da müsstest du mir dann sagen, wo der steht. Mhm, sage ich dir gleich alles. Ich muss nur kurz einmal hier noch was würfeln. Ach, wie schön, die Daltons leisten Khajiit und mir oben Gesellschaft. Jedes Mal suche ich Yuko und es ist doch... Lass ihn doch einfach sterben. Yuko wird nie im Leben da runterhüpfen. Nee. Das glaube ich auch nicht. Also da musst du schon eine 3-fach 1 für würfeln, dass der sich da runter bewegt. Der wird da nicht runterhüpfen. Das ist so eine Memme. Der hat sich ja schon gegen die Käfer eingepinkelt. Nein. Nicht. Yuko schafft es, seinen Move auch und zwar mit einer 1. den hatte ich fest eingeplant hier oben für Khajiit und mich als Notration. In Dartans Pfanne, da ist bei Dartan ja eine Pfanne, das hätte ich abbraten können. Dartan ist stolz auf ihn. Gerade jetzt, wo es gegen die Elefanten geht, findet Yuko seinen Mut. Und Yuko ist auch der Einzige, den Khajiit und Retzern gemeinsam noch irgendwie waffenlos zu Boden gekriegt hätten. Jetzt sag mir, dass er wenigstens eine Hellebarde mitnimmt. Ja, er hat eine Hellebarde und er hat einen Dolch. Ich hoffe, er nimmt die Hellebarde. Er hat beides. Er hat beides in der Hand. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass der Dolch dem Elefanten nicht so viel macht. Und du musst viel zu nah ran. Ja, du musst näher ran, das ist richtig. Okay, ja, ihr klettert alle runter und... Ja, Khajiit, ich nehme an, du bist auch wieder auf dem Weg zurückgelaufen, als alle weggelaufen sind.
Ja klar, ich bin ja mit Datan zurückgekommen. Genau, und ja, Datan, du siehst noch, wie Yuko sich gerade das ja, Seil, die Strickleiter runterschwingt. Das wird wohlwollend zur Kenntnis genommen, aber nicht verhindert. Okay. Möchtest du auch mit runter? Datan, ich bereite das Kampffeld schon mal vor. Datan schnappt sich erstmal aus seinem Rucksack die seine Armbrustbolzenköcher. Ja, die führe ich normalerweise nicht mit mir. Ja, aber die hängen schön offen an der Seite dran. Ja, ja, also irgendwie, ich nehme die und hänge die mir über die Schulter oder wie auch immer und mache mich auch auf den Weg nach unten, habe aber meine eigene Armbrust, die Handarmbrust, die ist noch im Rucksack. Okay. Die nehme ich gar nicht erst mit. Okay, beziehungsweise am Rucksack. Mhm. Ja, da irgendwo dran. Da. Wenn im Rucksack das war, wofür meine Sinneschärfenprobe war, dann könnte Datan das jetzt also auch auffallen, was Retzern da entgangen ist. Nee, weil seine Sachen außen am Rucksack angebracht hat und du hast für dich in den Rucksack gegriffen. Ein Köcher, eine Armbrust, die sind alle außen angebracht. Genauso naja, der Rucksack ist da halt noch offen. Also wenn es oben aufliegt ja. zumindest, dann ja. hätte es auffallen können. Aber es war ja auch nur ein Hinweis. Es ging auch nur was für dich, ob du was siehst. Er weiß, was da drin ist. Okay, Khajiit, was machst du? Es wissen viel zu viele Leute, was in Datans Gepäck ist. Das müssen wir mal dringend hier ändern, ja? Ja, weil ständig immer alle dein Gepäck durch. Ja, es ist eine blöde Angewohnheit allmählich hier. Pack da mal eine Mausfalle rein. Was ins Gepäck rein? Erst das Käferfleisch, dann Retzans Sonnencreme. Ja, mir nehmen sie immer was raus. Die Wundverbände, jetzt hier das Lampenöl, also. Ich hab keins mehr, in dem ich rumwühlen kann. Ich muss doch. Dann nimm doch nicht meins. Ich spiele jetzt mit dem ein bisschen Tetris, um mich zu beschäftigen. Ja, genau. Also Köcher und dann Zeug. Und ich glaube, Saladier hatte seine Armbrust ja auch immer am Mann. Das müsste ich ja gesehen haben, dass er die dabei hatte. Und deswegen, wenn Saladier nicht da ist, seine Armbrust auch da unten irgendwo. Ja, darum geht's mir. Okay, gut. Dann passt das. Ja, Saladier ist Jäger, der trägt seine Waffen immer bei sich. Dann passt das. Das wollte ich nur sicherstellen, dass die nicht irgendwo abgelegt wurde. Nee. Ja, also gut. Ich würde Datan halt die Frage von mir, seine Handarmbrust borgen kann, solange er mit Saladies Armbrust hantiert. Gut, also während du gerade komplett nutzlos bin. Also während du gerade runterkletterst, Datan, fragt dich Khajiit eben, ob er deine Handarmbrust benutzen kann. Die wird gegen das Vieh nicht helfen, glaubt mir, ich kenne die Armbrust. Außerdem ist sie leicht verzogen. Ja, dann, ja. Also ich rede dir das aus. Ich rede dir das aus, definitiv. Wenn ich verzogen ist, dann kann ich mit nichts anfangen. Ja, und selbst wenn das funktioniert. Ich kann damit ja nicht umgehen. Ja, also ich rede dir das definitiv aus, dass du das versuchst. Okay, das heißt, Dotora, die zwei Daltons, Retzern und Khajiit bleiben oben. Und oben bleiben, ja. Genau, definitiv. Und die anderen sprinten alle nach unten und versuchen jetzt den Elefant zu stellen. Naja, erstmal noch die Waffe von Saladier würde ich erst noch brauchen. Ja, das kriegt er dann alles. Also auf der Treppe holst du dann Saladier nochmal ein Stückchen ein und Saladier, ich nehme an, du gibst ihm die Armbrust. Ja. Okay. Ich frage ihn zwar kurz, womit ich dann verwerf das dann aber und. Du wirst bald wirst dann feststellen beim Laden, dass die Armbrust bei mir besser aufgehoben ist als bei dir. Zumindest beim Laden. Ja, der fährt auch auf, dass er halt noch einen Köcher mit Bolzen an der Seite hängen hat. Also scheinbar, er kann wohl damit umgehen. Ja, ja, dass ich einen Arbus habe, das weiß er halt ja. Und dass ich damit geschossen habe, das hat er auch gesehen. Ja. Okay. Jetzt ist auch nicht die Zeit, das zu diskutieren. Richtig. So wie nie die Zeit für uns ist, irgendwas zu diskutieren. Aber ich denke, wir diskutieren jetzt den Episodennamen. Richtig, Moschen? Genau, denn ich werde jetzt gleich, wenn wir fertig sind, einmal das Kampffeld aufbauen. Ja, schön. Stellst du euch dem Elefanten. Ja. Das tun wir, und aber erst in der nächsten Episode. Deswegen, macht mal eure Vorschläge. Ich komme auf das zurück, was Buffy vor der Aufnahme gesagt hat, und nominiere 350 Lebenspunkte in wütend. Finde ich irgendwie gut. Ich schließe mich dem an. Aber ich würde Lebenspunkte LP abkürzen, sonst ist das zu lang auf dem. Ja, mach das. Ja. Auf dem Thumbnail. LEP ist kürzer, ja. Die normalerweise. Irgendwie so, ja, genau. 250 LP in wütend. Mhm. Genau. 350 Let's Plays. Ja, deswegen LEPs. LEP. Genau. Also mit keinem E noch dazwischen. Ihr habt das falsch verstanden. Der Meister hat uns gerade gesagt, wie lange wir noch unter Arivor gefangen sind. Nee, so lange überleben wir nicht. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, Retzern hat noch Heiltränke, weil irgendwas sagt mir, dass wir die brauchen werden. Also, ich habe ganz vergessen, dass ich die ja mit meinem Körper einfach produzieren kann. Mit meinen Schwarzen.
Also Fleisch haben wir genug. Das steht fest. Ja, aber auch nur, wenn wir das Viech tot Nein. Oder da das liegen Viech die ganzen Menschen tot bekommen. Nein. Da liegen tote Tiere in dem anderen Raum. Die sind doch nicht lange tot. Ja, das stimmt. Die kann man vielleicht noch teilweise irgendwie, ne? So, gut. Aber das müsste dann ein Jäger machen, weil Dartan kann mit Tieren, die seit einem halben Tag oder einem Tag tot sind, jetzt auch irgendwie ist nicht so viel anfangen. Und ich kann aber dem Episodenende was anfangen. Wir haben den Namen bestätigt und deswegen ist hier Schluss. Und weiter mit dem Kampf gegen einen wütenden, tonnenschweren Elefantenbullen, der auch noch gepanzert ist, aber immerhin schon ein bisschen angekratzt, geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin.